Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute gibt es eine außergewöhnliche Uhr, eine Uhr, die mir unglaublich viel Freude macht. Zum einen, weil ich sie optisch klasse finde. Sie ist mir zu groß, ich muss sie mir nicht kaufen, ich komme auch gar nicht in Versuchung. Und vor allen Dingen erinnert mich die Uhr an einen wirklich super lustigen Nachmittag, den ich hatte. Die Uhr ist von einem meiner Zuschauer, Stefan B. aus O. Wir haben hier zusammen ein riesen Sammlungsreview abgedreht, was ihr vielleicht schon gesehen habt. Das kam am Karfreitag. Dieses Video kommt etwas später. Wir hatten unglaublich viel Spaß und bei der Gelegenheit habe ich auch die Sea Battalion abgefilmt und freue mich total, sie euch heute vorstellen zu können. Die Mühle Sea Battalion wird am Kautschukband ausgeliefert, so wie ihr sie hier sehen könnt, und hat eine sehr dezente, aber sehr effiziente GMT-Funktion, auf die ich gerne im Laufe des Videos noch im Detail eingehen werde. Was auf den ersten Blick schon auffällt, eine sehr große, sehr prägnante Lünette mit einem wunderschönen Farbspiel der orange abgesetzten GMT-Skala auf dem Reo. Richtig schön gemacht, gefällt mir gut. Das Blau des Blattes und das Blau der Lünette sind sehr dunkel, sehr satt. Das Blatt erscheint auf den ersten Blick leer, aber ich finde es überhaupt nicht unangenehm. Die Lünette ist sehr griffig, wirklich schön gemacht, läuft ein kleines bisschen konisch nach oben zu. Dadurch kann man sie am oberen Rand sehr gut greifen. Die Krone hat ein tolles Zeichen drauf. Die Stege sind verschraubt. Und das Kautschukband ist ziemlich weich, wie ihr hier sehen könnt. Und geben, wenn man es ein bisschen zur Seite biegt, den Blick frei auf das schöne Werk der Mühle. Die Schließe ist massiv, rastet gut und sicher ein, trägt nicht zu dick auf, ist aber doch relativ lang. Man muss also schon ein etwas größeres Handgelenk haben. Dafür hat sie eine schöne Tauchverlängerung, auch massive Glieder, nicht gefaltetes Blech. Das Ganze macht schon richtig was her. Die Uhr hat auch einen Listenpreis von 2.990 Euro direkt bei Mühle. Aktuelle Lieferzeit in der Karwoche 2023 sind 4 bis 6 Wochen. Das ist schon eine ganze Zeit. Die Uhr hat einen Durchmesser von 45 mm, wie gesagt, mir etwas zu groß am Arm. Eine Bauhöhe von 12,7 mm und einen Horn-zu-Horn-Abstand von 52, 53 mm. Ich habe es nachgemessen, war nicht ganz eindeutig. Aber für mich definitiv zu groß am Arm. Sie ist wasserdicht bis 300 Bar. Das Kautschukband hat ein Gelenk am Arm, was wiederum sehr schön ist. Es steht also nicht so spangenartig ab, wie das andere Kautschukbänder machen. Auf der Vorderseite haben wir ein Saphirglas und eine in zwei Richtung drehende Lünette. Was bedeutet, wir haben hier eine Uhr mit Taucherfunktion, aber keine echte Taucheruhr, denn dann dürfte sich die Lünette nicht in die Gegenrichtung drehen lassen. Verbaut ist das Sellita SW330-2 in der Mühle-Version, das heißt mit Spechthalsregulierung. Und wir haben auf der Vorderseite Super Luminova, was ich euch auch im Nightshot noch zeige. Die GMT-Funktion ist wunderbar dezent gemacht, wie ich finde. Wir haben also die Skalierung auf dem Reo in Orange, passt herrlich zum Blau und korrespondiert auch mit dem GMT-Schriftzug auf 6 Uhr. Der GMT-Zeiger selber ist das kleine Dreieck nahe bei der 12. Der Zeiger ist schwarz und versteckt sich schön im Blatt. Jetzt nehme ich meine Archimede Sporttaucher mal ab. Hier können wir also sehen 41 gegen 45
mm, das ist schon ein sehr deutlicher Unterschied, auch wenn das Blatt der Archimede etwas größer ist und die Lünette deutlich schmaler. Die Mühle Sibbatalion ist schon ein ganz schöner Klopper am Arm. Das werde ich euch jetzt an meinem 17,5er Handgelenk natürlich auch gerne zeigen. Das Band ist etwas zu groß, das ist auf 22,5 eingestellt, nicht auf 17,5, aber ihr könnt schon sehen, mir persönlich ist das zu groß, das ist jenseits meiner Wohlfühlgrenze, für größere Arme aber eine wirklich richtig fantastische Uhr. Dieses Blau ist wirklich unglaublich schön, die Uhr ist aus Titan, damit auch leicht, trotz der Größe, in keinster Weise schwer oder unangenehm. Wirklich eine sehr schöne Uhr. Und was ich richtig toll finde, ist halt die Tatsache, dass der GMT-Zeiger so gut wie nicht stört. Es ist wirklich auf den ersten Blick nur das kleine gelbe-orangene Dreieck zu sehen. Kein echter Zeiger, der das Blatt stört. Des Weiteren finde ich es auch sehr schön, dass die Zeigerachsen schwarz sind bzw. dunkel. So scheinen die Zeiger etwas zu schweben, ohne Verbindung direkt zur Achse. Ich mag sowas, gefällt mir sehr gut. Apropos Zeiger, lassen wir doch mal gucken, wie die Zeiger gesetzt sind. Ihr konntet an der GMT-Einstellung sehen, dass wir gerade über Mitternacht gegangen sind. Das heißt, wir drehen noch einmal etwas weiter. Einfach um das Werk nicht zu schädigen. Und jetzt auf die 12 Uhr und mal schauen, wie die Zeiger gesetzt sind. Stunde, Minute in meinen Augen. Nochmal etwas genauer setzen. So. Stunde und Minute und auch die Sekunde in meinen Augen. Perfekt, absoluter Volltreffer. Das ist richtig gut gemacht und geht in meinen Augen auch ehrlich gesagt nicht besser und auch die Lünettenausrichtung auf der 12 finde ich absolut passend und in keinster Weise in irgendeine Richtung abweichend. Der GMT-Zeiger scheint ein klein wenig nach rechts versetzt zu sein, über die 12 oder 6 Uhr hinaus zu gehen. Wenn ich es aber jetzt von hier betrachte, ja auch, es ist wirklich nur minimal, das ist aber für mich auch insoweit okay, als dass der GMT-Zeiger für mich doch nicht so häufig gebraucht wird. Nachts übrigens, und das zeige ich euch gerne hier, absolut super. Wirklich toll ablesbar und auch hier wieder die Zeigerachse schwarz. Die Zeiger scheinen zu schweben, aus jeder Richtung gut ablesbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Uhr und wenn sie etwas kleiner wäre, dann könnte sie mir echt gefährlich werden, weil ich sie für eine wirklich sehr gelungene Uhr halte. Und die würde auch fantastisch in meine Sammlung passen. Den Preis von 2.990 Euro Liste bei Mühle. Der ist hoch, aber gemessen an dem, was andere Hersteller mittlerweile aufrufen, finde ich ihn sogar absolut fair. In Betracht ziehend, dass wir Titangehäuse haben, dass wir ein von Mühle verfeinertes Werk haben, dass wir eine GMT-Funktion haben. Alles das wertet die Uhr für mich auf. Der Preis ist für mich okay, etwas kleiner und ich würde wahrscheinlich schwach werden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Uhr findet. Ich persönlich habe mein Statement gemacht. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.